Online-Shopping, Video-on-Demand, virtuelle Fitness. Die Digitalisierung schreitet voran. Das verändert auch die Welt der Finanzinstitute. Wir brauchen neue Formen der sozialen Innovation, weil wir jetzt Technologien nicht jahrzehntelang sozial mit Regulierung und wissenschaftlichen Debatten einfach ablehnen können, weil sie haben sich währenddessen schon einfach durchgesetzt. Jeder Lebensbereich wird digitalisiert. Da wird sich eine Bank nicht vor verschließen können. Wenn Banken auch zukünftig erfolgreich und wirtschaftlich arbeiten wollen, dann führt kein Weg an der Digitalisierung vorbei. Berlin. Das Softwareunternehmen ProDirect Finance unterstützt Banken im Bereich der Immobilienkreditvergabe dabei, den Weg in die digitale Zukunft zu gehen. Die Systemlösung Monto bildet den kompletten Ablauf der Kreditvergabe ab. Sie wird von zahlreichen unterschiedlichen Finanzinstituten eingesetzt. Das System ist sehr intuitiv, das heißt, ich kann es sehr schnell anwenden und schon beim zweiten Mal erstellt sich so dieser Aha-Effekt ein. Aha, okay, ich weiß jetzt, da und da kommt das. Durch Digitalisierung die persönliche Betreuung zu intensivieren, das passt auch zur GLS Bank. Denn die Bank hat das Anderssein bereits in ihrer Philosophie verankert. Ja, die GLS Bank ist die erste sozialökologische Universalbank der Welt und bietet für die Kunden transparente Leistungen an, wo der Kunde für sich entscheiden kann, wo sein Geld wirkt. Ich habe diese Besonderheit der Bank halt immer sehr geschätzt, auch die Menschen dort. Ich habe viele Banken betreut in meiner vorherigen Funktion. Die GLS Bank ist halt schon die, ja, mit der ich mich mit meinen persönlichen Überzeugungen auch komplett identifizieren kann. Das rasante Wachstum der GLS Bank in den vergangenen Jahren hat die Einführung effektiver IT-Lösungen notwendig gemacht. Volumensteigerung bei gleichzeitig steigender Qualität und verbesserter Risikoeinschätzung sind das Ziel. Das Besondere, Gewinnmaximierung ist hier nicht das oberste Ziel. Das bedeutet aber auch, dass die internen Prozesse besonders effizient sein müssen. Wir haben uns dann am Markt umgeschaut und sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass Monto für uns das Höchstmaß an Flexibilität darstellt, sodass wir auch unser Geschäftsmodell dort gut abbilden können. Bei der ProDirect Finance in Berlin. In gemeinsamen Ideenworkshops wurden die Besonderheiten der GLS Bank festgehalten, um Monto genau auf die Bedürfnisse der Bank anzupassen. Sehr angenehm die Firma, sehr offen. Man kann mit Fragen und Problemen immer auf die verschiedenen Mitarbeiter zugehen. Genau, der Hund läuft rum, liegt schon an den Füßen. Die Themen: automatisierte Antrags- und Prüfungsprozesse, geroutete Votierungen, digitalisierte Dokumente sowie effektive Rechte und Rollenverteilung. Im Moment testen wir das Regelwerk von Monto nach. Also wir haben ja die ganzen Regeln in Monto eingestellt. Gucken, ob die Formulare stimmen, die Dokumente richtig rauskommen, sodass wir hinterher alles in einem Vertrag dem Kunden zuschicken können. Wir können uns direkt austauschen. Der Blick ist schön über Berlin. Ist alles gut. Die Mitarbeiter sollen sich auf den Kunden konzentrieren können, sich Zeit nehmen, um Beratungsgespräche angenehm und hochqualitativ zu gestalten. Außerdem bietet das System mit dem B2C-Modul FlexCheck Kunden die Möglichkeit, erste Informationen über einen Baufi-Rechner auf der Webseite der Banken einzuholen. Für uns einfach auch eine exzellente Möglichkeit, die Daten für den Kunden nicht mehrfach eingeben zu müssen. Und deswegen ist Monto für uns der exzellente Partner dabei. Schnelle Rechentools und automatisierte Antragsbearbeitung sind Bestandteile von Monto. Ein weiterer besonderer Service ist die digitale Selbstauskunft SA Smart. Das ist natürlich auch eine große Erleichterung, dass wir eben nicht mehr dieses Papier haben, wo wir die Daten abtippen müssen, sondern per Knopfdruck die Daten ins System importieren können, nachdem wir sie geprüft haben. Das ist auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung, einfach auch von der Datenqualität her nochmal einen Sprung nach vorne. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich die Selbstauskunft jetzt nicht mehr händisch übertragen muss, sondern die Daten direkt eingespielt werden, dann gehe ich davon aus, dass es um die 20 Minuten sind, die Sie sich da ersparen. Aber auch im Bereich der Marktfolge unterstützt Monto die Finanzinstitute. Mit automatisierten Risikoeinschätzungen, Verarbeitung von Geodaten für die Immobilienbewertung und der Schufa-Merkmale. Das Ergebnis: eine objektive Risikoeinschätzung und ein übergreifendes und faires Entscheidungsverfahren. Wenn man irgendwann zu den Vorteilen kommt und die dann auch quasi spürt bei der Arbeit und wenn man den Prozess durchgegangen ist, die begeistern die Leute dann auch. Ich selber bin ja auch Berliner. Ich komme also ursprünglich von hier und so dieses, sagen wir mal, diese netten kleinen Frotzeleien, die man mal so zwischendurch macht und so. Also das ist eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre und vielleicht eher ungewöhnlich in so einem typischerweise doch sehr formalisierten Zusammenarbeitsvorgang.
die sind so wach, dass sie dann mit Kunden in der Entwicklung zusammensitzen und das diskutieren, sowohl technisch als auch sozial. Das, finde ich, ist tatsächlich die Zukunft, wie wir genau diese Klugheit brauchen. Den Verbraucher über alle Kanäle erreichen und informieren. Die Zukunft der Immobilienfinanzierung liegt in der Digitalisierung, in Services, die den Menschen Mehrwert bringen.